Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier ist wieder Don Firenze und wir spielen eine Runde Medieval 2, kleiner Versprecher, mit den Russen. Ein 300er Special, ein Wunsch von David Malech. Und ja, wir bauen hier unten in Kaffa erstmal noch einen kleinen Korbmarkt. Und nachdem das hier unser Gebiet ist, bauen wir die jetzt erstmal weg. Weil sonst müssen wir es dann später sowieso machen und dann können wir das auf dem Weg nach hier gleich machen. Und klicken auch mal eine Runde weiter. Wir kommen, wie ich finde, ganz gut in unserem Feldzug voran. Polen und auch Ungarn liegen vor uns. Ich glaube nicht, dass wir hier groß auf Gegenwehr stoßen werden. Stettin. Mein Herr, alle Wege zu diesem Hafen blockiert. Egal. 100, ja, das bringt uns mal gerade gar nichts. Öffentlich brauchen wir gerade nicht. Ein Markt, der bringt uns wenigstens Kohle. Wie schon gesagt, ich bin gerade dabei, so unsere Städte ein bisschen im Auge zu behalten. Abgesehen davon sollte ich dann vielleicht erstmal hier in Novgorod, unsere Hauptstadt, etwas vorwärts bringen. Ja, hier so ein paar Felder können doch da an dieser Stelle nicht schaden. Schauen wir mal, was hier vorne geht. Nichts. Ja. Hier können wir allerdings uns die nächste Burg krallen. Umzingle und belagere diese Siedlung. Die Belagerung geht weiter, mein Herr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er hier unten hat, aber das ließe sich doch rausfinden. Ja, mein König. Er hat hier immerhin schon 20 Orthodox. Da gucken wir jetzt mal darunter. Vielleicht können wir sogar mit dieser Armee die Burg da einnehmen. Wäre natürlich witzig. Wo ist unser Spion von hier? Er müsste doch irgendwo hier. Da steht er auch schon. Ich begebe mich in Position. Hier führt kein Weg lang, mein König. Ha. Breslau und Krakau. Hier hinten haben wir noch Speerträger gekriegt, ne? Ja, das passt auch soweit. Mein der Kaufmann, König? Der soll mal hier hingehen. Ich werde bis morgen früh ruhen. The Priest. Ich bin Gottes Diener. Would be good to be hier. Der wessen Zeit ist gelaufen? Der kann mal mit hier nach vorne gehen. Morgen reise ich weiter. Wie ihr wollt, mein König. Mein König! Ja, jetzt mach ich die zwei Runden warten. Mein Herr, wir werden angegriffen. War klar, dass wir die da verlieren. Schlacht ist verloren. Rudert um euer Leben. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Ich halte an und bete. Ich halte an und bete, okay. Eure Befehle? So. Die hier mein bleibt König. Da. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Übernachte hier. Hier greifen sich die nächste Burg. Hier bilden einfach noch eine Einheit aus. Mein König. Ja, mein Herr! Greife den Feind an! Unser Volk war siegreich! Sehr schön. Für unseren König! Das ist natürlich hervorragend. Wir haben die Oberhand. Dieses Volk erkennt euch nun auch als König an. Euer Befehl? Das ist doch ganz hervorragend. Mein König.
wenn das ans Archelsgehen ist. Anerkennen, ja. So. Eure Befehle? Weiß ich ja vor Freude gar nicht, was ich sagen soll. Mein König! Eure Befehle? Mein König! Die können wir dann in der nächsten Runde fortbilden? Ja, mein König. Wie ihr wollt. Ah, hier ist ja nichts drin. Aber hier ist mal wieder ein böser Rebellenfeind. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Befehle, Herr. Den müssen wir erstmal killen. Rücke vor, mein Hat unseren General erwischt, ne. Mein König. Mein König. Ja, mein König. Mein König. Ja, mein König. Mein König. Ja. Eure Befehle, mein König. So, okay. Die Polen, Städte bzw. Burgen fallen wie die Fliegen. Bin fast geneigt, mit dieser Armee hier die Burg, diese polnische Burg hier einzunehmen. Dann könnte ich mit denen hier Krakau einnehmen. Ja, ich glaube, das mache ich auch so. Unaufhaltsam walzt die russische Planierraupe durch die Tundra. Hm? Könnte das die Tundra sein? Wahrscheinlich eher nicht. Da muss ich weiter nach Osten. Wie ihr wollt, mein König. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Andere Armee. Das ist sehr schön. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Ja! Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja jetzt wohl ein Witz. Was Befehle, hat er denn da? Herr, die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Mein König? Eure Befehle? Gucken wir mal. Soll der mal noch einen hohen Steuersatz machen? Ja, mein Herr! Dann geht er da runter und holt ich sich diese Burg. Ich bleibe über Nacht hier, Herr. Ja, Herr. Mein König! Greifst den hier an. Rücke vor! Ich freue mich auf den Kampf mit euch! Okay. Ja. Wie ihr wollt, mein König. Mein König! Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Ehre und Stärke! Wir haben gesiegt! Bereite Hinterhalt! Ja, Herr. Ja! Mein König! Vereint euch! So. Fortbildung. Alles klar. Ja. Dann geht ihr mal weiter in diese Richtung. Ja, mein Herr! Greife den Feind an! Und holt euch diese polnische Stadt. Sehr schön. Hier bilden wir Truppen aus, das ist wunderbar. Hier hinten könnte man vielleicht noch mal einen Bogenschützen rekrutieren. Das ist nur für den Fall der Fälle, dass da doch mein noch mal König. Ja, eine polnische Armee durchschlüpft. Es ist mir eine Ehre. Oh! Das letzte Aufgebot. Sehen, was er hier hat. Er hat wieder ein Katapult dabei. Sehr viele Söldner. Da könnten wir uns vielleicht gerade mal zurückziehen. Sammelt euch! Unsere Schiffe werden angegriffen. Hier können wir uns nicht zurückziehen. Weg hier! Wir müssen uns zurückziehen! Werft den Anker. Wir segeln morgen weiter. Okay. Dann halt nicht. Ja! Mein König! Mein König! Sieh im Stolz in den Kampf, Herr! Der Feind gibt ein Sieg für unser Volk! Für sehr schön! Unseren König. Da können wir doch dann gleich mal Breslau angreifen. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr!
Lord hat uns den Sieg gebracht. Ich bin eine Ehre, mein König. Voller Stolz, mein König. Dann holen wir uns halt erst Breslau zerstört. Sollen wir aufrecht sein und dann holen wir uns hier Krakau. Heute gehen wir nicht weiter. Ja. Marschiere stolzen Herzens in die Schlacht, Herr. Auch okay, oder? Weiß nicht, wie ihr das seht, aber das sind wir jetzt mal nicht so kleinlich. Ja, mein König. Ja, perfekt. So liebe ich das. Jetzt wollen sie bestimmt Frieden, die kleinen Pisser. Oh, das können sie sich schwer abschmecken. Senkt eure Schwerter. Ihr steht vor einer edlen Lady. Das macht nichts, mein Herr. Vergessen wir die Sache. Da kommst du jetzt ein bisschen spät. Die Reue hier an dieser Stelle kommt wirklich ein bisschen spät. Ja, mein König. Aber im Verstecken liegt keine Ehre. Ja, jetzt habe ich die Prinzessin doch hergegeben. Schauen wir mal. Es ist mir eine Ehre, mein König. Gott ist mit uns, Männer. Auf! Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Ja, mein König. Belagere die Siedlung. Führe die Belagerung weiter, mein König. Wie? Moment mal, Dänemark ist mit uns im Clinch? What can it be? Ach ja, okay. Ja, diese Schlacht tun wir mal. Das ist ganz interessant. Da müssen wir von allen Seiten angegriffen werden. Macht es uns natürlich nicht wesentlich leichter. Allerdings hat er viele Pferde dabei, wo ich die Brücke dann ganz gut verteidigen kann. Einhalten! Wartet auf meine Befehle! Speerträger! Einhalten! Marschiert! Der Feind hat mehr Männer geholt! Sie hoffen, mit bloßen Zahlen auszugleichen, was ihnen an Geschick fehlt! Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Also die dürften ja eigentlich wenig Chancen haben. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben. So, war das jetzt unser oder der vom... vom Gegner. Der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. So, jetzt müssen wir rüber auf die andere Seite. Seht, wie feige der Feind davonrennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Kommt der überhaupt auf uns zugelaufen hier? Ja, ja, doch. Der müsste uns ja jetzt hier auch angreifen erstmal. So, das war's dann auch schon. Mal lieber von den Flanken angreifen.
So, okay. Jetzt muss er es wissen wollen. Schroffe Felsen hier, das ist natürlich nicht gut für ihn. Er wird also wirklich hier in diese Enge reingezwungen. Die halten ihre Schilde hoch. Bogenschützen! Feuer! Angriff! Unsere Männer werden angegriffen. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Okay, jetzt müssen die ersten Feuerpfeile eigentlich kommen. Brutzel. Schwerträger! Halt schnell an! Bogenschützen! Hälfte seiner Männer verloren. Ja, gut, zieht euch mal lieber zurück. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Jetzt fängt hier der Erste das Fliehen an. Gut, auf den Feind zu! Okay, jetzt geht's ab. Ich glaube, sein General hat begriffen, dass er nur noch eine Chance hat und das ist genug. Oh, ein bisschen schneller. Ja, den holen wir da hinten eh nicht mehr ein. So. Doch, wir haben hier noch einen geholt. Ist ja witzig. Seht! Die Feige der Feind! Der Feind ist am Boden zerstört! Okay, naja, gut, okay, da hat er wirklich jetzt nicht mehr viel übrig. Ich denke auch, die Burg wird dann ein leichtes sein. Wenn er clever ist, zieht er sich jetzt in die Burg rein, aber das ist dann auch nur noch ein Spiel auf Zeit. Ja, so ist es. Mein König? Bewegung! Ja, mein Herr, greife den Feind an! Ja, umzingle und belagere diese mal. Siedlung! Slawische Die Belagerung Söldner. Geht weiter, mein Herr! Wollen wir uns einfach noch mal ein paar... Ja, marschiere stolz hier was Herzens in die Schlacht, Herr. Ich denke schon. Oh! Unser Volk war siegreich. Ja, das müssen wir leider ausrauben. Für unseren König. Würde ich sagen, Königreich damit haben wurde wir uns gesund gestoßen. Die Siedlung wurde erobert. Klar. So.
so zum Henker greift uns jetzt denn der Däne an. Das finde ich jetzt überhaupt nicht nett. Wie ihr wollt, mein König. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Ehre und Stärke! Wir haben gesiegt! Ja, mein König. Stehe zu Dienst. Gucken wir mal, ob wir mit dem Papst starten, vielleicht Handelsrechte kriegen. Wir stimmen nur. Hat euer Anführer noch andere Vorschläge? Das klingt. Damit endet wohl sehr schön. Okay. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wie ihr wollt, mein König. Natürlich. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Voller Stolz, mein König. Ja, wenn es sein muss, verstecke ich mich, mein König. So, dann können wir hier Wache, mal wieder was bauen. Ich denke mal, das hier wäre ganz gut. Eine Burg. Gehen wir mal durch. Da habe ich nicht vor, was groß zu machen. Hier hinten eigentlich auch nicht. Novgorod auf jeden Fall. Bauen wir nochmal eine Kirche. Smolensk. Kiew kriegt einen Markt. Kaffer, eine Kneipe. So, und hier gehen wir dann ja in der nächsten Runde in die Vollen. So, wo hat der Pole jetzt noch? Hier zwei hat er noch. Und der Däne ist ein Vollhorst. Wessen Zeit ist abgelaufen? Mein König, hat leider nicht sollen sein. Seid gegrüßt. Unsere Völker haben etwas zu bereden. Ja, auf jeden Fall. Eure Zustimmung zeigt, was für ein guter Tag für unsere Völker. Auf jeden Fall. Das Russische Reich und das Byzantinische haben ein und dasselbe Ziel. Das ist nämlich Ungarn. Ich werde, wenn ich, sobald ich die Polen hier erledigt habe, werde ich auch die Expansion Richtung Westen stoppen. Okay. Wir haben das Schlachtfeld gewählt. Lasst den Kampf beginnen! Da müssen wir jetzt nochmal durch und ich denke mal, da hat er null Chance, genau. Ein Pferd, ein Pferd! Mein Königreich für ein Pferd. Shakespeare, Richard III. Ja. Vierter Akt. Einhalten! Wartet auf meine Befehle! Einhalten! Ausrüstung weglegen! Bogenschützen! Schwerträger! So, und du gehst mal hier hin. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. So, jetzt greift unser General mit ein. Mal gucken, dass wir hier
Der sollte sich mal lieber ein bisschen raushalten. Da fällt unsere Front doch. Ja. Sind dann wahrscheinlich doch zu stark. Wir müssen handeln und das Blatt wenden. Flieh, du Narr. Ja, diese Armee hat gute Chancen, komplett ausgelöscht zu werden. Der Herr schütze uns. Wir haben heute eine empfindliche Niederlage erlitten. Oh ja, das glaube ich auch. Aber macht nichts. Wir kommen wieder. Ich habe versagt, mein König. Wir sind geschlagen. Das glaube ich zurück, auch. Zurück, Männer! Hebt die Belagerung auf! Ich bleibe über Nacht hier, Herr. Der Feind ist damit besiegt! Hätte jetzt nicht gerechnet, wir was? Sind die Sieger! Oh, jetzt kommt er hier mit 150 kleinen Einheiten an, oder was? Oha. Wir haben unsere Feinde waren siegreich. Wir müssen uns zurückziehen. Wir reisen morgen weiter. Seid gegrüßt. Ich bin hier, euch Kunde zu bringen. Das können wir schon Vielen machen. Vielen Dank. Aber auf Wiedersehen. Kurz. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Und es war vielleicht auch jeder mir zu sagen, wo ihr steckt. So, aber das wisst ihr natürlich nicht. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Feller, marschiert! Verbinden die Truppen! Mein König! Bilden eine Streitmacht! Euer König wird sich gut auf einem Pfahl machen, ausländischer Abschaum. So, ausländischer mein Abschaum, König. Sagt er. Mhm. Vorwärts! Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Vielleicht hat er ja sogar recht, aber trotzdem nennt mich niemand ausländischer Abschaum. Es ist mir eine Ehre, mein König. Du gehst mal darüber. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, baust bringt hier keine mal einen Ehre. Turm und dann es ist mir eine wir Ehre, hier schon euch mal zu dienen, die Armee Herr. Aus. Halten hier Wache, mein Herr. Die da unten diese Burg noch einnehmen wird. Nee, nee, nee. Da bauen wir doch erstmal eine Kirche. So schaut's mal aus. Genau. Wie ihr wollt, mein König. Und hier machen wir mal kurz eine Speicherung. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Und erringen einen klaren Sieg. Glaube und Mut haben uns den Sieg. Und dann ist das Ziel zu angeln. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Burgen bzw. Siedlungen der Ungarn hat. Also, die Ungarn haben hier unten eine, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das ist nicht sonderlich viel. Wenn es weiter nichts ist. Die Polen haben noch drei. Das wird sich aber jetzt demnächst ändern. Wie ihr wollt, mein König. Und dann machen wir einfach mal weiter. Seid gegrüßt. Ich bringe euch heute Kunde. Gut. Sehr gerne. War das alles? Dann lebt wohl. Oh, jetzt kommt schon. Blöder Däne. Ja, mach mal doch glatt.
Ja, mein König. Ja. Genau. Mannschaft wächst. Riga. Wunderbar. Und natürlich auch Kohle ohne Ende. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Ja, mein König. Aber im Verstecken liegt keine Ehre. So, ihr kommt mal damit hin und dann gleich noch eine Kirche hinterher gebaut. Von hier aus könnten wir uns dann schon mal Budapest schnappen. Boah, da liegt doch dann das Ziel auch nicht mehr so weit. Jetzt gucken wir mal kurz hier hin. Wir kontrollieren im Moment 11 Regionen. Werden noch 3 polnische Städte erobern. Erst müssen wir Frieden schließen, dann können wir handeln. Ja, genau. So klar wie Kloßbrühe. Smolensk. Ja, mein König. Du bewegst dich mal nach Kiew. Nur für den Fall der Fälle. Eure Befehle? Abrücken! Es ist mein König! So, gucken wir mal. Dänemark, Waffenstillstand, hoffe ich doch mal. Werter Feind, ja, klar. Wollen wir versuchen zu einem Vielen Dank. Wollt ihr weitere kluge Ideen mit uns teilen? Wäre doch super. Euer Plan, bitte, lasst uns weiter teilhaben. Niemals! Auf Wiedersehen. Wir freuen uns, ja, wenn du mich jetzt angreifst, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also, hallo? Ja, genau. Ja, du kleiner... Zu den Mauern! Bolski. Der Feind belagert uns! Mein König! Ja, mein König. Führe die Armeen zusammen, mein König. Gott ist mit uns, Männer! Auf mal in die Schlacht! Rein. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Sehe stolz in den Kampf, Herr. Nö, lass mal lieber. Mission gescheitert. Da machen wir mal Straßen gleich. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Wir werden bei dieser Belagerung standhaft sein, mein König. So, okay. Ja, mein König. Ja! Schon mal. Wie ihr wollt, mein König. Eine Runde wage ich es. Voller Stolz, mein König. Es ist mir genau, eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Aber Byzanz, Ägypten, Dänemark und Russland. Sehr schön. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Eure Befehle? Mein König! Ja, Herr! Greifen den Feind an! Zu den Waffen, Männer! Das muss man doch irgendwie schaffen, oder? Hallo? Wer nicht kämpft, wird nichts erobern. Ja, da steckt viel Weisheit drin. Einheiten! Jo. Wartet auf meine Befehle! Bogenschützen! Mit ihren Speeren dürften die ja gar nicht so weit kommen. Einheiten
Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Okay, also die sterben hier ganz gut. Militärisches Genie können uns aus diesem Debakel noch zum Sieg verhelfen. Okay. Im Moment liegt das Schlachtenglück bei uns. Das denke ich aber auch. Dass es so bleibt. General bringt uns allen Schande. Ja, ja, okay, aber er... Blieb. Unser General wurde gefangen. Gefangen wurde er. Ja, schauen wir mal. Indem wir den Feind besiegen. Jetzt dürfte es aber auch bald hinter sich haben. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Was? Unsere Männer werden angegriffen. Die feindliche Armee flieht. Wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen. Ja, okay. Schlacht verlassen, jawohl, heroischer Sieg, sehr schön. Alles andere hätte mich jetzt aber auch tierisch genervt, muss ich sagen, ey. Das hätten wir geregelt. Es ist mir eine Ehre, okay. Mein König. Wie ihr wollt, mein König. Es ist mir eine Ehre, mein König. Ja, dann würde ich sagen, dass diese Folge an dieser Stelle auch endet. Lagerungsarmee ist bereit, mein König. Nochmal so für den Überblick. Die Polen haben noch 3 Siedlungen, wobei ich 2 davon im Handstreich nehmen werde. Nämlich Stettin und diese polnische Burg hier. Und ich denke, das da vorne dürfte auch keine große Herausforderung mehr sein. Der Ungar hat nur 4 Siedlungen. Also, das heißt, unserem Ziel kommen wir doch ganz schön beträchtlich nahe. Es macht mir wie immer wieder viel Spaß, mit euch zu spielen. Seid und bleibt einfach dabei. Bis dann, euer Don Firenze.